Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wir stehen hier gerade auf Marlies Vintage-Scheune und Moment mal kurz. Mein Männer hat hier was definitiv am Setup verändert. Ich habe zu wenig Platz für meine Maus auf dem Mauspad. Warum auch immer das links mehr ist. Wir sind beide Rechtshänder. Keine Ahnung, egal. Muss ich gleich ändern. Ja, wir stehen hier bei Marlies Vintage-Scheune. Und zwar kaufen wir uns die restlichen vier englischen Vollblüter der Generation 2. Die anderen drei davon habe ich ja schon gekauft im anderen Video. Das müsste hier vorgekommen sein tatsächlich, weil ich habe vor, die beide an dem gleichen Tag hochzuladen. Und ja, ich stehe hier mit unserer süßen kleinen Cookie, die auch schon wieder fast ausgelevelt ist. Und ja, genau, wir haben uns in der Letz im letzten Pferdekauf. Entschuldigung. Im letzten Pferdekaufvideo hab ich mir die drei hier geholt: den Fuchs, den Forellenschimmel, oh Gott, und den Rappen. Und wir haben noch vier Stück. Wir haben noch den schwarzbraunen, dann haben wir den Cremello, ist das, glaube ich. Den braunen und den Apfelschimmel. Ja, genau, die haben wir noch. Zuerst einmal ein paar Fakten zum englischen Vollblut der Generation 2. Ja, die kamen 2016 das erste Mal rein. Hierbei geht's mir um die Ersterscheinung der Rassen und nicht um ja, zusätzliche Farben oder sonst irgendwas. Es geht mir wirklich primär um die Ersterscheinungen. Ja, gibt es insgesamt in sieben Farben, kosten 400 Starcoins und die Pferde fliegen am 23. Oktober 24 für immer aus dem Spiel. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin erkältet. Ist es mal besser, mal schlechter. Es ist ein Hickhack und es nervt einfach nur. Ja. Genau. Ist ein Generation 2 Pferd, was bedeutet, dass die Generation des Pferdes nicht länger unterstützt wird. Das heißt, die Pferde können das neue Reizzubehör nicht tragen und es wird auch nicht an Fehlerbehebungen bezüglich der Generation gearbeitet. Sprich, wenn mit den Pferden am Ende irgendwas ist, keine Ahnung, werden unsichtbar, Schweif fehlt oder sonst irgendwas, ja, Pech gehabt quasi. Dafür sind die Pferde aber auch billig und man darf nicht vergessen, dass später nicht jeder diese Pferde hat, da sie herausfliegen und nie wieder reinkommen. Gut, sie kommen außerdem mit einem Rassebonus von Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 3, sind am Level 1 kaufbar. Allerdings muss man aktuell Starrider dafür sein, beziehungsweise man muss generell Starrider für die alten Pferde sein, da sich diese im Starrider-Gebiet befinden und man hier natürlich nur mit Starrider reinkommt bzw. hinkommt. Ja. Was ich sehr, sehr schade finde tatsächlich, ist, dass der Text hier 1 zu 1 der Text von den englischen Vollblütern der dritten Generation ist. Deswegen, Moment, ich muss kurz das Tablet hier hinlegen. Ah, ich habe mir gar keine Halstablette geholt, fällt mir gerade auf. Deshalb werde ich euch tatsächlich den Text vorlesen, der normalerweise bei der zweiten Generation dabei ist. Warum auch immer wurde der Text hier geändert, als die dritte Generation reinkam, was ich sehr, sehr schade finde. Weil die dritte Generation würde ich mir ja auch noch später kaufen, beziehungsweise es werden immer wieder Pferde davon einziehen und dann hören wir diesen Text mehr als genug. Das englische Vollblut ähnelt dem arabischen Vollblut und ist ein großartiges Pferd für fast jede Reitsportdisziplin. Die Rasse soll die Welt des Rennsports für immer verändert haben, da sie in der Lage ist, hohe Geschwindigkeiten über große Distanzen zu halten. Genau. Das ist eigentlich das, was da steht. Nur es wurde halt leider geändert, aber das hier ist genau der Text, der bei der dritten Generation ist. Und nicht der Text der zweiten Generation. Ja. Wie gesagt, gibt sie in sieben verschiedenen Farben. Drei habe ich schon, die stehen auch schon im Stall. Und dann kaufen wir uns jetzt noch den Rest. Wir gucken uns einmal die Animation an. Inaktiv haben wir gesehen. Ja, guckt rum, kratzt mit dem Huf, schüttelt mal den Kopf, schmeißt den Schopf nach oben. Ach, guck mal, das sieht ein bisschen aus, als hätte er da genascht. Süß. Ich glaube, es wird bei mir ein Hengst tatsächlich. Der Schritt. Der Trab.
Der Kanter. Der Galopp. Und der schnelle Galopp. Eine spezielle Animation haben die Pferde nicht. Die kamen nämlich tatsächlich erst mit dem Lipizzaner der zweiten Generation rein. Der Lipizzaner der zweiten Generation waren die ersten Pferde, die eine spezielle Animation hatten. Aber das interessiert hier nicht, weil hier geht es um die englischen Vollblüter. Gut, dann gucken wir uns jetzt noch die Mähne an. Das ist die Standardmähne, sehr strubbelig. Sieht auch sehr hengstig aus, der Kerl. Dann haben wir hier diese pottenhässlichen Zöpfchen. Es ist einfach so, sie sind pottenhässlich. Und dieser Schweif sieht einfach aus wie eine Spaghetti. Doch, sieht genau so aus. Aber ich mag die Plässe total. Dann haben wir diese Mähne noch. Die ist etwas länger. Die ist auch nur einseitig tatsächlich. Gefällt mir bei ihm tatsächlich sehr, sehr gut. Dann haben wir diese ganz lange Mähne. Da gefällt mir der Schweif nicht so gut, aber die ist auch einseitig. Und die, ja, kurze, glatte Mähne, nicht so eine Strubbelmähne. Könntest du den Kopf mal wieder ruhig halten? Vielen Dank. Ja, das sind die Mähnen. Ich bleibe aber tatsächlich bei der Strubbelmähne. Einfach aus Kostengründen, weil ich da jetzt nicht unbedingt die Mähnen so toll finde, dass ich dafür jetzt 19 Starcoins ausgeben möchte, auch wenn es nur 19 Starcoins sind. Kleinvieh macht auch Mist. Personalisieren und kaufen. Da muss das schlaue Tablet mal wieder herhalten. Oh, ich habe nur noch 9%. Leben am Limit. Leben am Limit hier. So. Wie nennen wir dich denn? Du bist auf jeden Fall erwachsen und du bist bei mir ein Hengst. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du bist ein Jungpferd, bist ein Jungpferd, du bist ein Jungpferd. Du bist ein junger, knackiger Hengst hier. Onion Pass. Lion Rings. Nee. Anti-Gap. Onion. Wieso Onion? Warum soll ich ihn Zwiebel nennen? Zwiebel wäre für den Cremello irgendwie voll cool. Soll ich ihn einfach Zwiebel nennen? Zwiebel. Onion Crush. Moment. Ich muss kurz den Übersetzer dazu holen. Tut mir leid, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Alle Kopfhörer, Leute, tut mir leid. Soll ich ihn einfach Onion Crush nennen? Das heißt zwar wortwörtlich übersetzt Zwiebel zerdrücken, aber in diesem Sinne meine ich Crush als Crush. Also als, ja, auf den stehe ich quasi, weißt du? Es ist so ein dummer Name. Aber ich finde ihn lustig. Stehst du da an der Weide und rufst, Zwiebel, komm mal her. Tut mir leid. Egal. Tja, hallo, Zwiebel-Crush. Oh, ich habe das Pferd Zwiebel genannt. Warum mache ich das? Oder soll ich ihn nur Zwiebel nennen? Zwiebel, nur Zwiebel finde ich irgendwie... Moment. Wo ist das denn jetzt? Man sollte vielleicht auch beim richtigen Buchstaben gucken. Nennen wir einfach Zwiebel. Zwiebel weint. Nein. Ich denke, wir bleiben nur bei Zwiebel. Ich finde es lustig, ehrlich gesagt. Es ist so ein dummer Name, aber er heißt bei mir einfach Zwiebel. Willkommen bei mir im Stall, Zwiebel. Jungpferd, Hengst, Pferd kaufen, ja. Also ja, nicht wundern, ich spiele... Ich nehme das gerade hier um 11 nach 11 auf. So, die schicken wir in den Stall, weil wir haben noch ein paar Pferdchen zu kaufen. Jetzt ist es natürlich hier bei mir auch noch dunkel. Egal. Ach, habe ich gar nicht dabei gesagt. Zwiebel ist übrigens mein 286. Pferd. So, gut. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, hier gucken wir uns auch einmal die Gangarten an. Inaktiv haben wir gesehen. Schritt. Trab. Ach, da war ein Herzchen. Der Kanter. Der Galopp. Und der schnelle Galopp. Ja, spezielle Animationen haben die Pferde, wie gesagt, nicht. Dann haben wir hier einmal die Standardmähne, dieses zerrupfte, schruttelige. Dann haben wir hier die, wie heißen sie? Zöpfchen, genau. Mit dem Spaghetti-Hintern. Ja. Genau, die längere Mähne, die etwas längere Mähne. Die ganz lange Mähne.
und die kurze, aber glatte Mähne. Aber auch hier bleibe ich wieder bei der Standardmähne. Personalisieren und kaufen. Du bist bei mir tatsächlich eine erwachsene Dame. Du bist eine Stute bei mir. Snake Smash. Nee, ich möchte irgendwas mit Cream oder sowas haben. Snow Cream? Oh, das war jetzt keine Absicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Sorry. Ja, egal. Genau, erwachsene Stute. Ich hätte gerne was mit Cream. Cream. Gibt's das überhaupt? Haben wir überhaupt Cream? Nö. Ja gut, Cream gibt's leider nicht, deswegen Cute Darling. Ja, süßer Schatz quasi. Ich wollte eigentlich sowas in Richtung Milchschaum haben als Name. Aber gut, dann halt nicht, wenn Starselbe mich das nicht machen lässt. Cute Darling gibt's dann halt einfach. Weil den Namen Darling möchte ich mir tatsächlich, also den alleinstehenden Namen Darling möchte ich mir tatsächlich noch aufheben. Für ein Pferd der Generation 3 tatsächlich. Ich habe zwar noch kein Pferd, aber die besten Namen behalte ich natürlich gerne. Gut, Cute Darling ist damit mein 287. Pferd auf Mackenzie. Blub, 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 blub. Erwachsenstute, Cute Darling. Dann Pferd kaufen. Ja, ich bin sicher, dass ich das Pferd kaufen möchte. Ich habe ja auch sonst nichts anderes zu tun an diesem wundervollen Mittwochabend. Ich nehme das gerade an dem Mittwoch übrigens auf, wo Guillermo Gadea wieder reinkam. Hallo. Oh, ich liebe deine Augen. Sie sind blau. Schön. Ja, mit dem Bazar. Also da werden dann auch gleich noch ein paar Pferdchen einziehen. Also von mir aus gesehen, gleich von euch aus gesehen. Keine Ahnung wann. Ja, genug gequatscht. Nächste Pferdchen. Dann haben wir hier den braunen. Inaktiv haben wir gesehen. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Und der schnelle Galopp. Ja. Darf ich mal kurz anmerken, dass ich es super süß finde, dass er hier hinten so zwei kleine Söckchen hat. Gucken wir uns die Mähnen einmal an. Wieder diese Strubbelmähne, die Standardmähne. Dann wieder die hässlichen Zöpfchen mit dem Spaghetti-Hintern. Ja, ich weiß, ich wollte ohne Wertung dran gehen, aber tut mir leid, es ist ein Zöpfchen. Dann habe ich hier die Mähne. Finde ich sehr, sehr hübsch bei ihm tatsächlich. Macht einen richtig schönen Hals. Diese Mähne. Und die kurze, aber glatte Mähne. Ach, guck mal, der hat einen Halbmond auf der Stirn. Er hat einen Halbmond auf der Stirn. Oder eine Banane. Halbmond ist eine schönere Bedeutung. Gangarten haben wir gesehen, genau. Personalisieren und kaufen. Du bist bei mir auch ein Hengstchen tatsächlich. Wie war nochmal da Crescent? Ich glaube, das ist die. Ich glaube, das ist der Begriff für Halbmond. Ich tippe das kurz in der Suchmaschine meiner Wahl ein. Halbmond, genau. Crescent, genau, Crescent. Halbmond. Halbmond finde ich tatsächlich super schön für ihn einfach. Mein kleines Mündchen. Ja, er heißt einfach Crescent, Halbmond. Lala. Ich weiß jetzt schon, dass ich den Namen nie wieder aussprechen kann. Aber gut. Ja, dann. Achso, sollte ich vielleicht mir auch aufschreiben, hä? Boah, ich bin so durch heute Abend. Ich habe ein bisschen auf der Couch geschlafen, weil ich heute Mittag ziemliche Bauchschmerzen hatte. Und dadurch bin ich so durcheinander gekommen. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ja, habe ich. Gut. Der Gute ist mein 288. Pferd auf Mackenzie. Ja, erwachsen Hengst. Ist er ein Erwachsener? Ja, doch, der hat einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Okay, Pferd kaufen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das Pferd kaufen möchte. Hallo. So, dann darf der Gute jetzt auch noch mal in den Stall. Und dann holen wir jetzt noch die letzte im Bunde, nämlich den Apfelschimmel. Und das wird bei mir zu 99% wird das eine Stute. Wir gucken uns einmal die Gangarten an. Inaktiv haben wir gesehen, der Schritt, der Trab,
Der Kanter. Der Galopp. Und der schnelle Galopp. So, gucken wir uns die Mähne einmal an. Das ist die Standardmähne. Ich liebe tatsächlich, dass die so richtig schön weiß ist. Die Zöpfchen stehen ihr gar nicht, finde ich. Diese Mähne, wunderschön an ihr. Also wirklich wunderschön. Diese Mähne noch viel hübscher. Aber ich hasse diesen Schweif dazu. Ich hasse diesen Schweif. Die Mähne, super schön. Aber diesen Schweif, der ist, wird hier richtig fett. Dann hat er diese hässlichen, dicken Strähnen da unten. Und die Mähne in kurz, aber ja, gut. Wäre dieser Schweif nicht. Obwohl ich sagen muss, ich bin hier wirklich gerade am Hadern, ob ich mir nicht vielleicht bei dieser Farbe doch diese Mähne holen soll. Auf der anderen Seite sieht sie mit der kurzen Mähne sehr fresh aus. Ich bleib bei der kurzen Mähne tatsächlich. Twin Torch, nee. Du bist bei mir aber ein Jungpferd und eine Stute. Midnight Glow. Oh, Glow ist schön. Glow finde ich cool wegen den Haaren. Midnight Glow. Mitternachtsglühen quasi. Naja, man könnte sie tatsächlich quasi so mit dem Vollmond so ein bisschen vergleichen. Midnight Glow. Gibt's noch was anderes? Unicorn? Nee, Unicorn will ich nicht. Winterglow, Wizard, Wolfglow. Yuleglow. Tatsächlich, ich glaube Midnight Glow ist es. Also, der Name gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Mitternacht, wo es Vollmond ist. Dann ist es ja nicht ganz dunkel, es ist aber auch nicht hell. Es ist halt alles eher so grau und das passt hier eigentlich ja perfekt. Midnight Glow ist mein 289. Pferd auf Mackenzie. Und ja, dann Pferd kaufen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das Pferd kaufen möchte. Ich glaube, ich werde sie aber nur Midnight nennen. Oh, ich liebe graue Pferde. Ich lieb's. In den Stall schicken. Ja. Ich werde jetzt in den Stall gehen, werde die Guten anziehen, beziehungsweise wir gucken uns ja noch einmal an, wie sie verpflegt werden. Und dann werde ich die Guten anziehen und dann, ja, sehen wir uns auf der Druidenkoppel wieder. Da ich das aus logistischen Gründen da oben mache, dann muss ich nämlich zum einen nicht so viele Schillinge ausgeben, weil ich überall hinfahren muss. Und zum anderen ist es einfach schneller dann erledigt für mich. Und es ist ja im Prinzip für euch egal, wo ich das mache, solange ihr die Gangarten und sowas seht. Gut, dann ab nach Hause! Wir werden die Animation uns bei Onion angucken. Und ja, ich habe meinen Stall nochmal verändert, im Gegensatz zum letzten Video, weil mir das dann doch ein bisschen zu viel mit den Steinen war. So, hier. Einmal Hufe auskratzen. Hallo. Ja, wir hängen im Pferd. Es scheint aber Spaß gemacht zu haben. Fresschen. Ja, da wird reingehauen. Bisschen trinken. Na, lutsch mir nicht bitte am Eimer rum. Ich brauch den noch. Was war da hinten? Da war nix. Doch, war was? Nee, ich hab nichts gesehen, aber okay. Und einmal bürsten. Sind die Boxen kleiner? Ich hab irgendwie das Gefühl, die Boxen sind kleiner geworden, oder? Oder stand ich einfach nur dumm? Aber wahrscheinlich stand ich einfach nur dumm. So. Prima, mein Süßer. Gut, dann werde ich die Guten jetzt anziehen und dann sehen wir uns oben auf der Druidenkoppel wieder. So, hier stehen wir jetzt mit unserer süßen kleinen Zwiebel. Ja, ich habe ihm das Sweet Cream Zeug angezogen, das es beim Midsommerfest mal gab. Ja, dazu die passende Satteldecke und ja, alles ist eigentlich passend zu dem Set, bis auf die Satteltasche. Das ist die moderne blaue Satteltasche, weil ich leider keine, es gibt dazu leider keine passende Satteltasche. Sie passt auch vom Blau her nicht dazu.
Aber ja, das ist das, was ich gerade im Stall hatte. Dazu gibt's die weißen Schweif- und Kopfschleifen, die ich tatsächlich gerade neu gekauft habe. Die habe ich vorher noch nicht gehabt. Also er ist das erste Pferd, das es trägt. Und dazu den süßen kleinen Mischlingswelpen, den schüchternen Mischlingswelpen, der süßeste Welpe der Welt. Genau, ein alter Hund, ja, aus der ersten Generation von Haustieren tatsächlich. Ja, okay. Das ist das kleine Dingelchen. Ja. 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 Einmal zum Pferd. Farblich muss ich sagen, er ist gespiegelt. Er ist gespiegelt. Guckt euch mal das Muster hier an. Hier ist so ein halber Frosch. Hier ist dieser halbe Frosch auch. Er ist gespiegelt. Leider, leider, leider. Ich meine, es fällt bei ihm tatsächlich nicht so krass auf, weil es sich wirklich nur um das hier handelt. Es geht bis dahin. Es wurde tatsächlich auch ein bisschen, ja, überblendet. Also hier die Seite ist ein bisschen heller. Also es ist nicht ganz gespiegelt, aber der Grundton quasi ist gespiegelt. Ja. Ist nicht allzu schlimm. Ist in Ordnung. Ich muss sagen, mir gefällt die Blässe von ihm sehr, sehr gut. So farblich ist es tatsächlich nicht mein Fall. Ich bin nicht so der Fan von Schwarzbraunen. Ich bin generell nicht so der Fan von einfarbigen Pferden. Aber ich liebe Kontraste und auf schwarzen bzw. auf dunklen Pferden kann man halt super gut Kontraste erzielen. Wie jetzt zum Beispiel hier mit diesem Weiß-Blau. Wobei ich immer noch sehr enttäuscht darüber bin, dass die Satteldecke nicht auch ein bisschen blau hat. Naja, ist egal. Ja. Ich mag aber den Schwarzton. Er ist wirklich ein schöner Schwarzton. Es ist nicht so ein ekliges Schwarz. Ja, wie beschreibt man das? Es ist. Ja, halt. Ist halt einfach anders. Es ist kein ekliges Schwarz. Es ist halt wirklich ein schönes, tiefes Schwarz. Und auch das hier ist sehr schön gelungen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gell? Süßer. Dann würde ich tatsächlich sagen, ich zeige euch jetzt einfach die Gangarten und danach geht's direkt weiter mit Cute Darling. Die war doch die nächste, oder? Ich glaube schon. Ja, okay. Viel Spaß. Und hier stehen wir jetzt mit unserer süßen kleinen Cute Darling. Ich bin mal wieder pink-lila unterwegs gewesen. Yay. Ich habe ihr das Vorpinter-Abendlicht-Zeug draufgepackt. Ja, von der Vorpinter-Strandparty 2019 tatsächlich. Dazu diese Gamaschen hier, die gehören nicht zum Set offiziell. Aber ich finde... Ja, die passen ganz gut, auch wenn das Lila nicht ganz zusammenpasst. Und dazu die Schweif- und Kopfschleifen, auch ebenfalls in Lila. Und dazu als Haustier das kleine Robbenjunge. Die beste Mama der Welt findet das Robbenjunge. Dieses kleine Robbenbaby in, ja, weiß-grau. Finde ich total niedlich, ich liebe die Robben. Ja, was kann ich denn zum Pferd sagen? Es ist einfarbig. Das kann ich zum Pferd sagen. Ihr wisst, ich bin kein Fan von einfarbigen Pferden. Bei mir muss dem Fell was los sein. Hier ist es halt einfach nur weiß. Ich liebe die Augen. Ich liebe blaue Augen beim Pferd. Finde ich total toll.
Ja, der pinke Nüstern spricht für den Cremello. Also alle, das Pferd ist ein Cremello. Wenn ich mich nicht täusche, ihr dürft mich gerne verbessern. Ja. Keine Ahnung. Es ist halt, ich muss dazu sagen, sie wäre wahrscheinlich nicht eingezogen, wenn sie nicht rausgeflogen wären. Die ganze Rasse wäre wahrscheinlich nicht eingezogen, wenn sie nicht rausgeflogen wären. Ja, bei ihr ist es halt so, sie ist halt weiß. Ich kann da nicht großartig was dazu sagen. Sie gefällt mir. Aber sie steht halt nicht auf meiner Beliebtheitsliste ganz oben, sondern halt eher so im unteren. Ja, im unteren Bereich. So. Wenn ich meine Top 100 Pferdefarben nennen müsste, wäre der Cremello tatsächlich auf Platz 90, so um den Dreh rum. Ja, deswegen, also es ist halt ein weißes Pferd, es ist halt ein einfarbiges Pferd, aber man kann hier auch sehr schöne Kontraste setzen, das gefällt mir sehr gerne. Und ich ziehe meinen weißen Pferden super, super gerne pink oder lila an, weil ich einfach diesen Kontrast liebe. Gut, dann zeige ich jetzt auch hier die Gangarten und dann geht's weiter im nächsten Pferd und ich habe auch schon wieder vergessen, wie er heißt. Nee, Crescent? Ich weiß es nicht. Halbmond auf jeden Fall. Der braune. Gut, dann viel Spaß. Hier stehen wir jetzt mit Crescent. Ich muss kurz einmal. Ja, genau. Er hat von mir das königliche blaugrüne Zeug für das Dressurreiten drauf bekommen vom Tag der offenen Tür 2021. Ich mache mal kurz die Gamaschen ab, da er Abzeichen hat an den Beinen hinten. Ganz klein und süß. Du hast wohl heute nicht so Bock, hier zu warten. Du hast ein bisschen Verfall im Hintern. Ich liebe diesen Halbmond, ich liebe die Söckchen hinten. Ich liebe auch den Braunton. Aber auch hier ist mir wieder zu wenig im Pferd selber drin. Achso, dazu gibt es auch die passenden Kopf- und Schweifschleifen. Und dazu habe ich diesen kleinen Tiger, der kleinste Tiger, den du je gesehen hast. Das Ding ist so hässlich, dass es schon wieder niedlich ist. Und es hat mir zugewunken, als ich es in die Satteltasche gesetzt habe. Also, ja. Duftet dann rein. Da! Achso, der hat sich am Ohr gekratzt. Egal, ich hab's als Winken gedeutet. Egal! Ja. Er gefällt mir ganz gut so, aber es ist halt auch hier wieder zu wenig los im Fell. Und, ja. Ist halt nicht so meine Farbe. Aber gut. Dann zeige ich jetzt die Gangarten und dann geht's weiter mit unserer letzten Maus. Midnight Glow und danach geht's mein Fazit im Stall. Viel Spaß!
So, und hier stehen wir jetzt mit Midnight Glow, mit der guten. Ich weiß tatsächlich nicht, ob mir das Set auf ihr gefällt. Ich wollte mal was Neues ausprobieren und ich weiß nicht, ob das gerade gut gegangen ist. Jedenfalls habe ich ihr das Sahne-Karamell-Zeug draufgepackt, das es zu Weihnachten 2019 gab. Dazu die bronzene Kopf- und Schweifschleife der sonnenverwöhnten Küste von der Vorpinter Strandparty 2018. Die schöne braun-schwarze Satteltasche und Silbertäuger, munter, temperamentvoll und gestreift, stellt gerne Unfug an. Ja. Ich weiß echt nicht, ob mir das Set auf ihr gefällt. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ja, farblich gefällt sie mir super gut. Mir fehlen tatsächlich die Abzeichen ein bisschen. Also ich hätte sehr gerne eine richtig schöne Plesse hier gehabt. Das hier sieht jetzt nicht aus wie eine Plesse. Das sieht, oh, kannst du den Kopf mal stillhalten? Das sieht nicht so aus, als wäre hier eine wirkliche Plesse abgezeichnet, sondern da halt einfach im Gesicht heller. Ich mag aber Äpfelungen und so gerne. Ich bin ein riesiger Fan von Apfelschimmel. Hier muss ich sagen, dass mir die Äpfelung leider nicht ganz so gut gefällt, weil sie halt doch sehr, ja, sie ist halt alt. Ich meine, die Pferde sind von 2016. Die haben auch schon einiges auf dem Buckel. Aber ein paar Abzeichen hätten ihr nicht geschadet. Aber ich liebe Schweif und Mähne total. Von der Farbkombination her. Dieses Grau mit dem hellen Weiß dazwischen. Das finde ich mega toll. Gut, dann zeige ich euch jetzt hier auch noch kurz die Gangarten. Und dann geht's ab in den Stall für mein Fazit. Viel Spaß. Hier stehen wir jetzt nun im Stall bei den Vieren. Ich muss sagen, einfach, es sind alte Pferde. Die sind von 2016. Es sind alte Pferde, die englische Volltüte der zweiten Generation. Und wären sie jetzt nicht rausgeflogen, wären sie nicht eingezogen. Zum einen, weil sie mir vom Modell her tatsächlich nicht so gefallen und zum anderen einfach, weil farblich für mich sehr wenig dabei ist. Also maximal hier Midnight Glow, also der Apfelschimmel, wäre eingezogen. Wobei ich Red Moment auch noch sehr toll finde. Also den Fuchs, den ich mir im anderen Pferdekaufvideo davon gekauft habe. Die stelle ich auch gleich hier alle nochmal hin. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob sie eingezogen werden. Eher nicht. Weil einfach farblich für mich sehr wenig dabei ist. Und außerdem regen sie mich auf. Sie sind so zappelig. Oh, ständig am Fressen und werfen den Kopf rum. Meine Fresse, könnte ich mal 5 Minuten stillstehen bleiben? Nee, okay, dankeschön. Macht's wie hier. Cute Darling. Na gut, die frisst jetzt auch. Ist egal. Hallo. Konzentration. Wenigstens seid ihr synchron. Ja, sie sind sehr zappelig. Das regt mich tatsächlich auf. Also ich finde es schön, wenn dem Pferd ein bisschen Bewegung ist. Also wenn sie nicht einfach nur, wenn ich sie hinstelle, da stillstehen wie, ja, stocksteif einfach. Aber zumindest so eine halbe Minute stillstehen wäre schon schön. Aber diese ständige Kopf rumwerfen und Kopf runter und fressen, das haben tatsächlich sehr viele Zwei-Generationen-Pferde, dass sie halt sehr oft fressen, also die Fressanimation sehr, sehr oft machen. Ich glaube tatsächlich, dass das englische Vollblut der zweiten Generation noch eins der ersten Pferde überhaupt war, die Fressanimation hatten.
Das hatten vorher halt die ganz alten Pferde zum Beispiel hatten das gar nicht, also die 1,5er und sowas. Ich glaube tatsächlich, die englischen Vollblüter waren mit die ersten Pferde, die überhaupt diese Fressanimation hatten. Und also dieses Kopf runter und fressen und sowas. Ich glaube tatsächlich, das waren mit die ersten Pferde, die das überhaupt hatten. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ja, mein abschließendes Fazit ist, es gibt eine Kaufempfehlung von mir, ganz klar. Wenn euch die Pferde gefallen, wenn euch die Animationen gefallen, wenn euch die Farben gefallen, wenn da für euch was dabei ist, aus Nostalgiegründen oder auch einfach, weil ihr billige Pferde zum Leveln sucht, die Pferde sind bei mir tatsächlich hauptsächlich aufgrund des Sammlerwerts ziehen sie bei mir ein, da, wenn sie rausfliegen, natürlich nicht mehr jeder diese Pferde hat. Ist für mich etwas Besonderes. Und außerdem ziehen sie auch noch aufgrund dessen ein, ja, dass ich halt einfach sehr gerne level und einen recht hohen Verschleiß an Pferden tatsächlich habe. Ja. Deswegen dürfen so viele alte Pferde auch mit einziehen, damit ich einfach genug Pferde zum Leveln habe. Ich meine, jetzt aktuell steht mein Stall wieder voll. Und da kommen noch ein paar mehr hin, weil ja ich hier noch beim Bazar kaufe. Aber ja, egal. Ja. Dann hole ich jetzt mal gerade die anderen Pferde und dann stelle ich die alle mal hier auf, damit ihr alle Farben nochmal sehen könnt. So, hier stehe ich jetzt vor der 7er Bande. Oh mein Gott, die Pferde regen mich so auf, ey. Ja. Red Moment, Sugar, Shadow Prince, Onion, Cute Darling, Crescent und Midnight Glow. Ja, das sind alle 7 Pferde der Generation 2er EVBs bzw. englischen Vollblüter. Und die gehen gleich alle wieder in die Boxen und da bleiben die auch erstmal. Ich habe nämlich noch ein bisschen was anderes zu leveln. Ja, aber das ist es tatsächlich. Das sind sie. Jo, gell, Cookie, du stehst da auch. Zu viele Pferde hier im Stall. Das sind sie. Ich mache nochmal ein Gruppenfoto, wenn alle den Kopf oben haben. Und nach vorne gucken. Dankeschön. Aber ohne mich. Ja, schön. Genau. Das sind sie alle. Wie gesagt, von mir gibt es eine Kaufempfehlung. Wenn euch die Farben gefallen, wenn euch die Animationen gefallen, aus Nostalgiegründen etc. 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 Das habe ich alles schon mal gesagt. Bei mir sind sie aus Sammlergründen eingezogen. Sugar steht halb im Stall. Okay. Ja, einfach nicht hinterfragen. Lassen wir das Pferd einfach mal machen. Ja. Ich freue mich schon aufs Ausleveln. Wobei ich ein bisschen mir vorstellen kann, dass ich jetzt schon genervt werde, weil die EVBs der zweiten Generation leider dafür bekannt sind, einen Kreiselhintern zu haben. Also beim Galopp, beziehungsweise eigentlich bei allem über dem Kanter, haben die einen sehr starken Kreiselhintern. Man sieht halt so eine Kreisbewegung im Hintern dann von denen. Und das fällt dann auch beim Schweif auf. Gerade bei Sugar und bei Cute Darling kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass mich das nerven wird, weil die beiden helle Schweife haben und diese dann immer wieder unten am Bildschirmrand aufploppen. Genauso wie bei ihr, wobei ob ich das bei ihr so ist, weiß ich nicht. Mir fällt gerade auf, dass die hellen Pferde alles Stuten sind und die dunklen sind alles Hengste. Das habe ich aber tatsächlich oft, dass die hellen Pferde bei mir Stuten sind. Ich habe aber auch tatsächlich sehr oft, dass Füchse bei mir Stuten sind. Warum auch immer, keine Ahnung. Gut. Dann war es das jetzt von mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch auch ein EVB der zweiten Generation geholt habt. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum denn nicht? Würde mich einfach mal interessieren. Es gibt ja immer verschiedene Gründe, weshalb sich jemand ein Pferd holt oder nicht holt. Und die gehen jetzt alle in die Boxen. Die regen mich so auf mit ihrem Gehampel. Gell, Cookie, da lobe ich mich nicht. Du stehst da einfach in der Gegend rum, guckst mal rum und gut ist. Du bist also so ein richtig gechilltes Pferd. Nee, doch bist du wohl. Im Gegensatz zu denen. Die verbrauchen ja allein schon den ganzen Tagesbedarf an Kalorien nur durchs Kopf hochwerfen. Okay, gut, ich höre jetzt auf zu labern. Das Video ist auch schon wieder viel zu lang. Und ja, gut. Dann war es das von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.